Also die Lindengasse ist jetzt seit dem 14. Oktober besetzt und es brodelt und kocht politisch in Wien. Das Haus gehört der Buwok und das sollte eigentlich allen im Begriff sein. Allgemein ist es einfach ein öffentlicher Raum und öffentlicher Raum verliert eigentlich immer mehr an Privilegien und Freiheiten bei uns und im Vordergrund steht einfach immer irgendein Kapital oder Gewinn oder Profit und bereits bestehende Freiräume oder halt Kulturzentren wie die Arena zum Beispiel werden immer mehr zu Bittstellern, halt die stärker in die Abhängigkeit von irgendwelchen Förderungen gedrängt werden. Und der Bedarf an Raum ist scheinbar echt groß, weil es gibt schon ein Infocafé und eine Volksküche, wo gedumpstetes Essen verkocht wird. Es gibt ein Medienzentrum, das im ganzen Haus Internet eingerichtet hat und es wurden Schlaf- und Wohnräume und Ateliers eingerichtet. Und ein besonderer Fokus soll halt in der Lindengasse den Kindern gelten. Und aus dem Grund hat sie auch letzten Samstag ein Kindertraum und ein Kinderschminken gegeben. Und das ist ziemlich gut angekommen und solche Veranstaltungen werden oder sollen regelmäßig stattfinden in Zukunft. Ich habe es über ein E-Mail erfahren, also eine Bekannte hat mir eine E-Mail geschickt, dass das besetzt ist und da war so ein bisschen ein Text auch dabei, wer besetzt hat und warum es besetzt ist. Und dann habe ich es an dem Tag in der Zeitung auch gelesen und habe mir das dann angeschaut am Donnerstag, wie in Wien war, ich wohne nämlich nicht in Wien. Und haben wir gedacht, das möchte ich den Kindern zeigen. Aber wie ich dann gehört habe, dass es ein Kinderprogramm ist, haben wir gedacht, die Kinder sollen einmal wissen, was ein besetztes Haus ist. Und deswegen sind wir heute da. Ich finde es in erster Linie überhaupt schön, dass es besetzte Häuser gibt und Hausprojekte wie dieses, weil ich einfach einerseits die Projekte an sich sehr gut finde, was die Aktivistinnen auch damit mitteilen wollen. Und am allerbesten finde ich es natürlich, dass es jetzt ein Hausprojekt ist, unter anderem, dass halt von Anfang an Kinder mit einbezieht, dass Räumlichkeiten für Kinder und für Frauen zustellt und das einfach mehr in die Richtung geht, weil mir das persönlich als Mutter natürlich sehr stark gefehlt hat. Also ich denke mal, Wohnraum soll sowieso zur Verfügung gestellt werden und wenn man schon einen Staat hat, soll sich der auch darum kümmern, dass man ja, zu normalen Bedingungen und Preisen wohnen kann und leerstehende Häuser und ja, also dieses übliche Schachern mit Immobilien, das gehört unterbunden oder da bin ich dagegen und finde das einerseits, also Wohnraum schaffen, Wohnraum besetzen eine gute Sache ist und wenn damit auch noch irgendwie ja, kulturell-politische Geschichten einhergehen, dann finde ich das einfach eine super Sache. Naja, wo sonst findet man Raum, den man wirklich frei gestalten kann, wo Leute sich einfach frei organisieren können und wirklich einmal Ideen ausprobieren können und neue Konzepte des Zusammenlebens und Arbeitens ausprobieren können, weil an denen fehlt es gewaltig. Ein ganz besonders beliebtes Projekt ist zum Beispiel der Kosnix-Laden. Und dort können alle irgendwie altes Gewand und Sachen mitbringen und tauschen oder einfach selber zugreifen, wenn Bedarf besteht. Und das ist eigentlich schon arg, wenn man überlegt, wie viel es eigentlich umsonst geben könnte, wenn man sich mal von diesem Grundgedanken trennt, immer alles neu kaufen zu müssen. Und diese ganze kapitalismuskritische Mentalität ist, glaube ich, auch das, was die meisten so an solchen Projekten schätzen. Und dass man nicht unbedingt einen fetten Job braucht oder so wie Tausende am Konto, um sich wohlzufühlen, sondern es gibt halt Dinge und es gibt Güter im Überfluss und es gibt Wohnungen und das alles umsonst. Aber stecken halt ganz gezielt Strategien dahinter und Utopien und Alternativen ist einfach nicht zu wagen. Und die Devise lautet halt immer rein ins Hamsterrad und arbeiten und kaufen und Dinge wegschmeißen und Neues kaufen und der Rubel muss immer rollen. Ich komme aus einer Gegend, wo Konformität alles ist. Als ich nach Wien kam, ich war noch nicht lange in der Stadt, relativ bald wurden dann Unis besetzt und dort hatte ich abseits von all diesen Strukturen einfach so viele Menschen kennengelernt. Wer weiß, im Moment, die Welt ist voll in Bewegung, keine Ahnung, aber ich hoffe, egal was passiert, dass wir weiterkämpfen. Und für was?
nicht zu wenige Menschen, die nicht wissen, wo sie schlafen, wenn sie nicht hier sind. Weshalb auch ganz klar gesagt werden muss, dass wir sicher nicht aufhören werden, wenn wir hier geräumt werden und auch nicht, wenn wir das nächste Mal geräumt werden. Freiheit, nicht darüber Angst haben zu müssen, wo man schläft und ob man was zum Essen hat, wie man ausschaut, wo man herkommt, ob man viel Geld hat oder wenig hat, sondern eine Welt, in der die Menschen einfach besser aufeinander aufpassen, wenn sie ihre unendlichen Potenziale, die sie meiner Meinung nach schon haben, das ist ja auch wieder naiv, ausspielen und in der kommuniziert wird und gemeinsam. Ja, das war gerade voll cool. Wir haben gerade eine Quasi-Vorlesung an der Freien Uni gehabt zum Thema Sprache und Imperialismus. Und es war voll nett und erfolgreich und mit voll vielen Leuten, die mitdiskutiert haben. Und die auch gerne was machen würden in Zukunft. Also die Freie Uni versteht sich quasi als die Möglichkeit, von ganz vielen interessierten Leuten Wissen auszutauschen, irgendwie interdisziplinär zu arbeiten und all die Sachen zu machen, die man irgendwie an der echten Uni im Moment nicht machen kann, wo halt alles sehr fachidiotisch angelegt ist, überhaupt nicht diskussionsfreudig und wo halt irgendwie meistens der große Vortragende vorne steht und seine Meinung reproduziert werden muss, und hier soll es einfach darum gehen, irgendwie Spaß zu haben am Wissen, das auszutauschen und von vielen verschiedenen Seiten und Perspektiven einen Input zu kriegen. In Wien haben wir das Problem, oder allgemein in Österreich, dass bei uns die Straßen und öffentlicher Raum nicht genutzt wird und nicht auch als eigener Raum benutzt wird und auch nicht genutzt wird und auch nicht als wahrgenommen wird, da nichts gemacht wird. Im Gegensatz zum Süden, wo das viel mehr ist, wo die Leute viel mehr auf der Straße leben, das auch viel mehr als einen eigenen Raum benutzen. Und ich glaube, so ein Projekt kann ein bisschen die Stimmung bringen. Und natürlich, BUWOG-Gebäude, es hat nicht zuletzt einen politischen Grund, warum wir hier sind. Ja, dazu kann man super viel sagen, aber es ist, glaube ich, auch schon gesagt. Wir haben eine weiße Weste hier.